Hallo, meine Liebe, hier ist deine gebuchte Legung. Ich habe für dich den Liebesblick ausgelegt, weil du gerne wissen möchtest, wie es mit dir und deinem Herzensmann weitergeht, was er denkt und was er fühlt. Schauen wir uns als allererstes mal seine Gedanken und seine Gefühle für dich an. Und da ist die Karte die Gerechtigkeit, das Geheimnis und aktiv werden gefallen. Also er denkt schon, dass er dir gegenüber gerecht sein möchte und er denkt auch darüber nach, dass er in deine Richtung aktiv werden möchte. Er denkt aber auch an ein Geheimnis nach. Welches das ist, kann man anhand dieser drei Karten nicht feststellen. Er denkt auf jeden Fall an irgendwas Geheimes, irgendetwas, über das er nicht sprechen möchte. Und er möchte dir aber deswegen auch fair sein. Er möchte dir hier auch ehrlich gegenüberstehen. Ja, das sagen zumindest mal seine Gedanken. Und seine Gedanken kreisen sich um das Aktivwerden, dass er schon in einer gewissen Art und Weise auf dich zugehen möchte und dass er hier, was dieses Geheimnis betrifft, dir gegenüber auch fair sein möchte. Welches Geheimnis das ist, kann ich dir nicht sagen, ja? Also du siehst es selber, die Gerechtigkeit, das Geheimnis und das Aktivwerden. Hier schließt nichts daraus, was hier das Geheimnis ist. Auf jeden Fall möchte er dir aber hier ehrlich gegenüber sein und auch hier aktiv werden. Aber das sind jetzt einfach mal aktuell seine Gedanken. Gefühle liegen hier keine, soll aber jetzt nicht heißen, dass er keine Gefühle hat, sondern einfach, dass er hier zu sehr Kopfmensch jetzt ist und dass einfach hier dieses Thema zu sehr in seinen Gedanken ist, dass er jetzt einfach die Gefühle jetzt einfach nicht zeigt. Aber auf jeden Fall möchte er hier schon aktiv werden und dir hier ehrlich gegenüber stehen, auch was dieses Verschlossene, was ihn da hier so verschließt, dass er da hier auch dir gegenüber ehrlich sein möchte, warum er sich hier auch verschließt. Aber wie gesagt, das sind jetzt einfach mal seine Gedanken. Das sagt jetzt nichts darüber aus, ob er hier auch wirklich aktiv auf dich zugehen wird. Das sagen uns dann eben die nächsten Karten. Schauen wir uns die Karten an, was zwischen euch beiden steht. Und da ist die Affäre gefallen. Es ist die Eifersucht gefallen. Und es ist die Beschleunigung gefallen. Also, Eifersuchtsthema ist auf jeden Fall ein Thema zwischen euch beiden. Ob jetzt du eifersüchtig bist oder er, kann ich so nicht sagen, ja. Aber auf jeden Fall ist das Thema das, was zwischen euch steht. Weil hier unterhalb von dem Geheimnis die Affäre steht, glaube ich sehr stark, dass sich das um das Geheimnis handelt. Dass er einfach hier dir gerecht gegenüber sein möchte und dir sagen möchte, dass er eben hier nur eine Affäre mit dir leben möchte. Wie ich darauf komme, sage ich dir im Laufe der Legung. Ja, es sieht wirklich so aus, dass hier von seiner Seite aus nur eine Affäre gelebt werden möchte. Und das bringt aber trotzdem eine Eifersucht mit sich, weil du vielleicht das Gefühl hast, dass es da bei ihm noch jemand anderen gibt, ja, weil er eben nur eine Affäre möchte, ja. Das bringt natürlich dann die Eifersucht und die Beschleunigung, ja, dass hier irgendjemand, also einer von euch beiden, dann immer sehr schnell auch eifersüchtig wird. Das kannst jetzt du sein, aber das kann auch er sein. Und weil eben, wie gesagt, das Geheimnis, die Affäre, das ist immer so eine feste Kombination für mich, wo ich sage, okay, man möchte hier eben nur eine geheimnisvolle Affäre haben, ja. Vielleicht ist es auch das, über das er eben hier nachdenkt und dass er hier dir das aktiv mitteilen möchte, denn er möchte hier ja auch die Gerechtigkeit. Er möchte dir auch gerecht werden und sagen, was er möchte. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es eben hier wirklich nur diese Affäre ist, ja. Und das ist, wie gesagt, das, was zwischen euch beiden steht, dass er hier nur die Affäre möchte und du vielleicht jemand bist, der eben sehr schnell eifersüchtig wird, denn die Eifersucht neben der Beschleunigung sagt mir immer, dass jemand sehr schnell dann auch eifersüchtig werden kann. Wenn du vielleicht denkst, ja, hat er eine andere, liegt hier jetzt nicht, dass er jetzt eine andere hätte oder zumindest keine, wo er jetzt wirklich sein Herz verschenkt hat. Es liegt hier keine Rivalin, keine andere Frau, ja. Also emotional ist er sowieso nicht bei einer anderen, ja. Aber nichtsdestotrotz,
schaut so aus, dass er hier wirklich nur die Affäre mit dir möchte, weil, und da komme ich jetzt zu der Botschaft, die die Karten für dich haben. Hier liegt der Rivale. Der Rivale ist immer jemand, mit dem man nur eine Affäre hat, mit dem man, muss nicht immer gleich eine Affäre sein, sondern ist einfach jemand, mit dem keine offizielle Beziehung gelebt wird. Und da liegst hier auch du dabei und die Oberflächlichkeit und die Lügen. Das bestätigt wieder das, was ich gesagt habe, dass er einfach jemand ist, der sehr oberflächlich ist, der das Ganze mit dir sehr oberflächlich sieht, ja, und deswegen auch hier wirklich nur eine Affäre mit dir leben möchte. Und er möchte aber, wie gesagt, dir gegenüber auch gerecht sein. Er möchte dir auch fair sagen, dass er nur das möchte, weil ihm, wie gesagt, bei ihm liegt hier die Oberflächlichkeit. Das liegt hier nebeneinander, der Rivale und die Oberflächlichkeit. Er sieht das Ganze hier als oberflächlich, möchte dir eben auch mit der Gerechtigkeit keine falschen Hoffnungen machen. Ja, das ist leider so. Ich wünschte, ich könnte dir etwas anderes sagen. Aber schauen wir uns einfach mal die nächsten 3 bis 6 Monate an. Und da haben wir das Glück liegen, die Leidenschaft und den Sommer. Also im Sommer herum, also so Mai, Juni, Juni, Juli, August, wird es leidenschaftliche Momente zwischen euch geben. Das wird dann auch sehr schnell passieren. Das wird auch eine Glücksphase für dich sein. Aber wie ich schon früher gesagt habe, nur auf dieser leidenschaftlichen Ebene. Er möchte offensichtlich nicht mehr als eine leidenschaftliche Zeit, eine Affäre. Das wird hier auch im Sommer passieren. Aber wie gesagt, er möchte eben nur das und er möchte dir das auch klar sagen. Er möchte dir hier, wie gesagt, keine falschen Hoffnungen machen. Schauen wir uns die weitere Tendenz an und hier ist der Herzensmann gefallen. Das ist jetzt in dem Fall nicht der Mann, nach dem du gefragt hast. Der Mann, nach dem du gefragt hast, ist und bleibt hier der Rivale, weil ja mit ihm keine Beziehung möglich ist. Der Herzensmann kann jetzt jemand aus der Vergangenheit sein. Glaube ich sehr stark, dass hier jemand aus der Vergangenheit ist, weil hier daneben die alten Wunden liegen. Also kommt hier definitiv im Winter, kann jetzt in diesem Winter noch sein, also die Winterkarte ist jetzt bis Februar noch, und oder eben wie gesagt erst im kommenden Winter, im kommenden Dezember bis Februar 2018. Ja, kann also jetzt sein oder in die nächste Winterperiode, wird hier jemand aus deiner Vergangenheit auf dich zukommen oder wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt keinen in der Vergangenheit, wo du jetzt hier alte Wunden noch zu verarbeiten hast, ist dieser Mann auch ein ganz neuer Mann. Der wird aber hier auf jeden Fall im Winter auf dich zugehen und da werden alte Wunden hochkommen. Da wird auch ein Liebeskummer, wir haben Kummer und Verliebtheit, wird hier leider Gottes auch ein Liebeskummer sich ereignen. Ja, wir haben auch die Freundschaft und die Selbstverliebtheit. Also auch dieser Mann, wenn jetzt ein neuer Mann auf dich zukommt, ist offensichtlich nur so an einer Freundschaft plus interessiert, eben oder meldet sich bei dir aus egoistischen Gründen, denn die Selbstverliebtheit bedeutet ja auch Egoismus. Also der meldet sich dann bei dir, also jetzt nicht dein Herzensmann, nachdem du gefragt hast, sondern entweder jemand aus der Vergangenheit oder ein neuer Mann. Der eben, wie gesagt, meldet sich bei dir eben auch aus egoistischen Gründen und auch mit diesem Mann wird es eher Liebeskummer geben und eben nur eine Freundschaft, ja. Vielleicht Freundschaft mit Schmetterlingen im Bauch oder sonst irgendwas, aber nichts Tiefes. Es liegt hier keine Karte, wo ich sage, dass mit deinem Herzensmann oder auch mit diesem neuen Mann oder mit diesem neuen Mann eine Beziehung möglich ist. Denn es fehlt hier einfach die feste Beziehung, es fehlt hier die wahre Liebe. Es deutet wirklich alles darauf hin, dass mit dem Mann, nach dem du gefragt hast, also mit diesem Rivalen, dass der hier wirklich nur eine Affäre mit dir möchte. Das wird er dir, wenn er es nicht eh schon gemacht hat, aber wenn er es noch nicht gemacht hat, wird er dir das auch, beziehungsweise er denkt darüber nach, dir gegenüber ehrlich zu sein, dir keine falschen Hoffnungen zu machen, dass er eben nur diese Affäre möchte. Im Winter wird dann dieser Mann auf dich zugehen, das wird alte Wunden auslösen und auch diesen Liebeskummer. Und wie gesagt, auch mit diesem Mann ist dann eben nicht mehr als wie Freundschaft oder so eine Verliebtheit, so eine Schwärmerei möglich. Also auch hier ist hier nichts Festes. Und jetzt schaue ich mir noch das Endergebnis zwischen dir und deinem Herzensmann, also nachdem du gefragt hast, an und da liegt es auch schon. Die Hoffnungslosigkeit, Nachricht erhalten,
und abwarten. Das heißt immer, es ist hoffnungslos mit deinem Herzensmann. Es ist auch hoffnungslos, dass du hier Nachrichten von ihm so schnell bekommst. Du sollst hier auch abwarten, ja. Auch diese Nachrichten, wenn sie dann kommen, werden dir dann zeigen, dass es mit ihm hoffnungslos ist. Wenn er vielleicht wirklich aktuell denkt, dann nur daran, dass er das wirklich in die Tat umsetzt und zu dir sagt, ich möchte nur diese Affäre, dass dich das dann auch hoffnungslos stimmen wird. Also es sieht wirklich so aus, dass mit dem Mann, nachdem du gefragt hast, hier keine feste Beziehung möglich ist, weil das Ganze einfach hier hoffnungslos ist. Du wirst auf jeden Fall Nachrichten bekommen, wird aber noch eine Weile dauern, weil hier das Abwarten auch liegt. Aber diese Nachrichten werden hier wirklich für dich, wirst du die Erkenntnis haben, dass das mit deinem Herzensmann hoffnungslos ist. Also mehr als eine Affäre gebe ich dieser Bindung nicht. Ja, also du musst selbst entscheiden, ob du daran noch festhältst. Anhand von diesen Karten würde ich wirklich sagen, weil hier bei ihm auch die Lüge liegt, die Oberflächlichkeit. Er sieht das einfach zu oberflächlich. Es kann sein, dass er dir gegenüber dann fair auch dir das sagt, aber wie gesagt, aktuell ist es nur in seinen Gedanken, dass er dir wirklich keine falschen Hoffnungen machen möchte, dass er das auch tun muss, weil er auch merkt, dass hier von deiner Seite etwas da ist, aber er dir das nicht geben kann. Also es ist ihm schon bewusst, dass er hier dir gerecht gegenüber sein soll und dir das auch fair gegenüber sagen soll. Ob er es macht oder nicht, kann ich dir eben nicht sagen. Ich glaube aber eher schon, weil hier, wie gesagt, die Nachrichten, die du dann bekommst, wirst du dann auch diese Hoffnungslosigkeit merken. Du wirst merken, dass das mit ihm hoffnungslos ist und dass das einfach keine Zukunft hat. Oder zumindest eine Zukunft schon, wenn du dich nur mit einer Affäre einlassen würdest. Ja, also mehr als diese Affäre ist einfach hier nicht möglich, ja. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn du noch Fragen hast, schick mir einfach eine Mail. Ansonsten alles Liebe. Ciao.